Hallo, herzlich willkommen. Wir sind nochmal bei Philipp und wir haben jetzt den Niklas von LCE zu Gast. Genau. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Hi, Malte. Und zwar haben wir dieses schwarze Biest stehen, was hier so in der Einfahrt einfach so zwischen all den Autos steht. Erzähl uns doch mal ganz kurz was zu diesem Kfz hier. Man könnte meinen, wenn man hier die Pelle sieht, da geht was. Wir sind zu Gast bei Phil hier in Peoria, in Phoenix, weil wir vor 2 Wochen waren wir auf der No-Fly-Zone hier in Arizona. Haben wir daran teilgenommen mit dem GTR. Der GTR ist eins unserer Development-Cars. Ja, ganz kurz, No-Fly-Zone ist ein Rennevent. Genau, ist ein quasi Roll-Race bzw. Halbe-Meile-Event hier in Phoenix. Sehr gut vertreten, sehr viele europäische Autos, M3s waren sehr viele vertreten. Wir waren die einzigen mit einem AMG GTR, Nissan GTRs waren auch da. Und wie gesagt, ist eins unserer Development-Cars. Haben ein paar Sachen dran verändert, so wie das bei LCE, denke ich mal, normal ist. Pop the hood. Ja, sehr gerne. LCE eigentlich am Bodensee angesiedelt, aber auch in den USA. Genau. Das heißt, ihr fangt hier an, eben auch euer Business zu machen und die Autos zu tunen. Und Development Car heißt dann einfach, ihr macht hier die Tuning-Kits, die Stages vor. Ja, das sieht gut aus. Wir haben jetzt hier vorne mal die Abdeckung abgemacht, dass ihr mal besser sehen könnt, was wir so verbauen. Mhm. Ist jetzt im Endeffekt Wagner Intercooler, Wagner Ansaugung verbaut, Wagner Tuning, sehr gute Firma, mit denen kooperieren wir schon lange. Mhm. Sieht man auch in unseren anderen Autos. Dann haben wir jetzt Spool Performance Upgrade Hochdruckpumpen, Spool Performance Niederdruckpumpen. Es ist ein Ethanol-Gehaltssensor verbaut von Spool Performance. Mhm. Ist ganz schön, da kann man einfach über das Handy quasi gucken, was fahren wir jetzt gerade, E65, E70, können dementsprechend anpassen und das Gemisch halt ändern. Und ganz kurz, also das tankt ihr ganz normal an der Tankstelle, ne? Oder wo bekommt ihr diesen E85? E85 kriegt man tatsächlich hier an der Tankstelle, das haben wir bei uns ja in Frankreich. Also wenn wir auf Events fahren, holen wir uns oft auch in Frankreich drüben E85, kriegt man auch da an der Säule. Ah, okay. Sehr praktisch für uns. Wusste ich gar nicht. Und hier holen wir uns, also man könnte sich E85 an der Tankstelle holen, aber wir mischen einfach mit dem M1 Ethanol. Mhm. Und Pumpgas mischen wir uns quasi das zurecht, was wir brauchen. Und es gibt dann hier so ein paar vereinzelte Tankstellen, da kriegt man quasi auch 100 RON. Mhm. Weil man jetzt sagen muss, dass ja hier die Oktanzahl ein bisschen anders ist zu unserer europäischen. Mhm. Das ist ein anderer Umrechnungsfaktor. Wie siehst du das? Also 95er Sprit hier ist eher so wie unser 98er oder wie unser 100er, 100-200er? Eher andersrum. Quasi unser 98er Sprit ist hier quasi eher so 95er Qualität. Also die Qualität ist hier eher ein bisschen abgeflacht. Ja, meine ich. Also deswegen, genau. Also letztens meinte jemand zu mir, der US 95er wäre wie unser 100, 102. Und ich dachte eigentlich, 95 in den USA ist wie unser 98er. Na, ja, andersrum. Also der 95er hier wäre quasi bei uns noch unter 95 ein bisschen. Also deshalb unseren Standard mit den 102 Oktan, wie wir es von Aral kennen, das wäre hier ein Traum. Das Höchste, was ich hier kenne, sind so Sunoco-Tankstellen zum Beispiel. Die verkaufen ihre 100 RON. Das müssten dann umgerechnet nachher, weiß ich nicht, ich glaube so 99 Oktan oder sowas dann bei uns nachher ankommen. Die Gallone hier in Arizona, habe ich gestern gesehen, liegt so bei 4 Dollar... Ich glaube 4,3 oder 4,60. Es kommt drauf an. Auf jeden Fall teurer. Ich war jetzt letzte Woche noch in Texas auf dem Race 1000. Die Jungs vom Race 1000 aus Deutschland hatten letzte Woche ihr erstes Event in Beeville, Texas. Mhm. Da sind die Preise noch wirklich, dass wir Deutschen sagen, so ja, mega. Das heißt, die sind vom Staat zu Staat unterschiedlich. Genau. Weil in Kalifornien, da wo wir jetzt gerade herkommen, haben wir für die Gallone 6 Dollar bezahlt. Ja, kein Scherz. Das ist krass, oder? Also, und was kostet dann, hier das 100-Oktan-Zeug? Also wenn ich hier gerade gar nicht, also ist dann so viel teurer, oder? Also 100er, wir fahren eigentlich meistens Pumpgas Premium dann, was die hier anbieten, die Jungs, oder halt Racegas. Okay. Und wenn wir uns so ein, weiß ich nicht, so ein 20 Liter Jug Racegas holen, ist man halt auch mal schnell 100 Dollar los. Ja, ja, okay, klar. Also es ist halt wie in Deutschland, wir fahren ja hier unser MS 109 oder unser Sunoco GTX 280. Spaß kostet halt, ne? Ja, klar. Aber das ist ja für uns, wir bauen die Autos meistens auf 2 Maps, als Pumpgas-Map für den Alltag und als Racegas-Map, wenn man am Wochenende mal Spaß haben möchte, auf dem Dragstrip oder Rollrace. Ja. Oder Rundkurs, was der Kunde möchte. Ja. Genau, das Auto ist jetzt eher auf halbe Meile und Rollrace ausgelegt. Mhm. Wir fahren die Toyo Proxys da drauf. Super gute Reifen. Machen sich hier nochmal mit dem Klima in Arizona ganz anders als bei uns in Europa. Die kleben doch hier wahrscheinlich an der Straße, oder? Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also man nimmt immer so viel Pickup mit, da fährst halt immer, wenn du schön die ganzen Steinchen alle im Radhaus schleudern hörst. Turbolader sehen auch nicht so... Ist ein Upgrade. Ja, okay. Es ist quasi so unser Setup, was wir auch in unserem deutschen GTR fast fahren. Was hat er jetzt an Leistung? Es ist momentan noch so ein bisschen das kleine Secret. Ah, okay. Das müssen wir noch so ein bisschen für uns behalten. Aber wo soll es hingehen? Ist auch Secret, also ich denke mal, so eine 8 oder sowas können wir dann nachher vorne schon hinschreiben. Okay. Was hat das Auto nochmal Serie? Jetzt hast du mich gerade kalt erwischt. Ja, Timon weiß das. Ich weiß sowas. Timon weiß sowas, immer der blendet es ein. Steht da unten. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass diese Autos sehr wild klingen. Ja. Wie ist das hier mit der Abgasnachbehandlung? Ist das hier
Thema oder? Abgasanlage ist im Endeffekt nur verändert Downpipes. Der Rest ist Serie. Ja, das meinte ich ja. Abgasnahtbehandlung in dem Falle. Ein-Cut-Zellentechnologie. Also wie gesagt, das ist halt das Auto hauptsächlich jetzt für einen Racetrack gerade angedacht. Das heißt 100% Fun. Heißt leider nicht so viel Fun. Dann würde ich sagen, hüpfen wir kurz mal rein, weil uns würde die Gelegenheit gegeben, damit einmal um den Block zu fahren. Wir können leider jetzt nicht so weit fahren wie mit den anderen Autos, das hat Gründe. Wir fahren einmal hier so um Pudding und schauen mal, wie das so klingt, oder? Ready? Ich finde, so Leerlaufgeräusch. Was ist denn hier los? Ja, ja. Wir verstehen uns. What? Sorry. I'm sorry. Leider nicht so hart auf die Tube drücken, weil wir hier in so einer Wohnanlage sind und wir wollen uns auch nicht allzu sehr daneben benehmen, wie man das jetzt hier auch mit diesem Kfz überhaupt noch tun kann. Hör dir das bitte an. Also wenn du irgendwo an der Ampel stehst und... Ach, hier, wieder so ein, hier ist wieder nur so ein Kreisverkehr. Der würde jetzt wieder einladen, gewisse Dinge zu tun. Nein, ist ja nicht unser Auto. Junge! Das hat aber ganz schön geruckt, du. Ja. Also der Deutsche in mir ist gerade peinlichst berührt. Ja? Was ist hier los? Krass. Ich merke, ich werde rot. Das ist ja nicht normal. Nee, das ist wirklich sehr unangenehm. Ey, also, die machen hier verrückte Sachen mit mir. Also ich fand so ein AMG GT fand ich ja schon immer spannend, weil die sind auch gar nicht so teuer. Also ein GTR, klar, ist teuer, aber ein AMG GTS, daraus kannst du das ja tendenziell machen. Ne? Die haben ja super viel Potenzial. Aber auch wie du hier so über die Haube guckst. Ich meine, guck dir das mal ganz kurz an. So dieses ganze Battleship-Feeling hier, wie du hier diese lange Schnauze und alles. Ja, dieses Kugloch, also du hast gefühlt. Ja, das ist wie eine 20 cm Scheibe. Wie eine Schießscharte. Ich hoffe, wir bringen den Philipp einfach nicht in Trouble hier. Okay, wir fahren zurück. Ja, das ist der gute E85 Smell. Gestört. Kann ich nicht anders sagen. Und wir sind ja jetzt, wir konnten ja jetzt nicht wirklich. Hat man uns gehört, wie wir. Also. Ja, klar. Ja? wir konnten ja jetzt nicht wirklich Gas geben, weil, wie gesagt, geht halt nicht. Aber ich kann es mir nur vorstellen. Niklas, vielen Dank. Kein Problem. Für die Experience. Vielleicht habt ihr das Auto ja so lange, dass man nächstes Jahr nochmal damit irgendwo fahren kann. Legal. Sehr gerne. Oder auf einem Event. Weil, also ich glaube, das muss man einmal erleben, wie das. Durchbeschleunigt. Also ich glaube, am besten kommt ihr mal mit uns aufs Roll Race oder halbe Meile, dass ihr es mal wirklich so in diesem Track-Setup sehen könnt, weil dann kommt das Feeling noch mal mehr rüber und wie gesagt, auf den Streckenverhältnissen hier, mit der Temperatur, mit dem Grip an den Reifen, wenn man die Leistung dann auf die Straße setzt, dann ist das schon... Ich bin komplett geflasht. Macht schon Spaß. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich immer bei uns in der Firma der Porsche-Fan, aber der AMG GTR ist so mit einer der einzigen, der auch selbst mir wieder so ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Der Sound einfach, also der Sound und wie man da drin sitzt und alles, also Wahnsinn. Ja, gut. Malte, vergiss nur eins nicht, gib mir bitte den Schlüssel wieder. Bevor ihr den bitte...
danke dir. Okay, Niklas, danke nochmal und vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt eure Kommentare unten rein. Wir sind jetzt fertig mit Filmen für heute hier. Ich wollte euch dieses Auto nicht vorenthalten. Ich wollte es mir nicht vorenthalten. Und auch das Auto hat in mir schon wieder irgendwelche Sachen ausgelöst. Wir werden sehen, was passiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest, Abend, Tag, wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.